Cheerio, meine lieben Pokémon-Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver Heart Gold in der Soul Link mit Black hier. Luft holen. Hallo. So. Erstmal von ein paar Pokémon verabschieden. Genau. Und ich hole mir von Zecke ein Item, der hat nämlich was. Weil ich hatte. Es scheint ihm sehr kostbar zu sein, es will ich nicht rausrücken. Okay. So. Oh. Sorry, Zecke. Alles klar. So, ich bin schon auf Route 32. Wir ja, wie gesagt, ich muss mich erstmal von Traunvogel verabschieden, weil das dürfte, weil du hast jetzt eins nicht gefangen. Tschüss, Traunvogel. Und einmal vom Boss darf ich mich verabschieden, weil. Ja. Tschüss, Boss. Boss. Und ist wieder frei. Gut, so, wir können nämlich auf Route 32 heute mal eins fangen, dann in den Alfruinen. Und dann gehen wir in den Knofenserturm und da wir bis zum Arena-Leiter haben wir die Chance noch zu speeden. Also ich bin zum Beispiel jemand, der jetzt die Wege speedet. Also wohin jetzt von der Route 32 ist? Genau. Nach unten, glaube ich, gewesen. Apricoco Gilb. Gilb erstmal abholen. Apricoco Gilb. Moment. Erstmal sehen, dass ich mich nicht verlaufe hier. So ich und meine Orientierung. So schwer ist das nicht. Wir sind Pokémon-Markt und dann den Weg nach unten. Ja, trotzdem. Ich bin halt... Ich und meine... Ach, da ist die Apricoco. Apricoco Gilb. Gilb. Ja, ich lass mal auch Zecke vorne zum Schwächen, weil der kann das mit seinem Kratzer. Der ist nicht so ja, stark. Ja, stimmt. Das sollte ich auch mal schauen. Stimmt, was sagen die Pokébälle eigentlich? Bei mir vorne? John Cena. Ich hab nur das Ohr. Level 9, okay. Steak Level 9, Schlitzer Level 9 und Kreisel Level 10. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt hab. Ich hab nur noch zwei Pokébälle. Oh. Wie gut, stimmt, dass ich nochmal nachgeguckt hab, ey. Danke. Danke, dass du mich daran erinnerst. Was verkaufe ich denn mal? Oh Mann, ich hab nichts. Ich hab vier Pokébälle, ich kaufe mir aber, glaube ich, das mal ein paar. Hey, Julian ruft an. Soll ich die Drachenhaut verkaufen? Ja, komm, ey. Guten Tag, Becky. Julian am Parade. Wie geht's? Neulich habe ich ein Flamli gesehen, ich wollte es fangen. Alter, Versuch ging nach hinten los. Oh. So, jetzt habe ich acht Pokébälle, ja. Jetzt geht's wieder. Ja, Moment. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich habe vier Stück, aber sicher ist sicher. Ich wette mit dir, jetzt kriege ich einen Seemon oder so, dann heul dich. Ich habe mir gerade die Drachenhaut verkauft. Oh, wow. So. Sechs Pokébälle, dann habe ich wieder zehn. Hoffe ich mal, dass diese Pokébälle reichen für drei Fänge. Ja, gut. Sollte eigentlich. So, ich hätte jetzt gerne ein Legi-Pokémon. Alles klar. Du mal wieder. Okay, dann rein da, ne? Solange es nicht hoch ist. Okay, dann, was bekomme ich? Ich bekomme einen Knuddelluff. Wenn's mein John Cena nicht hier killt, ne? Ich hab einen Lampi. Warte mal, normal dürfte ich, könnte ich. Ich hoffe. Okay, Fußkick, bam. Oh, das war knapp. Fußkick ist auch effektiv. Ja, ich hab's gemerkt. Aber gut, vom Level ja Gott sei Dank nicht so, dass es gewonshottet worden ist. Kannst du vergessen. Ach, du hast gewonshottet? Getwoshottet. Der erste hat irgendwie nur ein Viertel abgezogen, das andere hat gleich einen ganzen. Okay, dann. John Cena hat sich in Knuddelluft verliebt. Ich meine, ist schade, eigentlich wäre das ein Pflanzen. Ein Elektrowasser gewesen. Naja. Ja, mein John Cena wird erstmal hier geohrfeigt und das nicht gerade. Das, ja, und das fünfmal. Wenn du dich ohrfeigen lässt, gehe ich schon mal das Rätsel machen. Ja. Und ich muss sehen, dass ich das Knuddelluft jetzt hier kurz besiege. Weil flüchten tue ich da ganz sicher nicht. Und. Pa. John Cena wurde besiegt. Knuddelluft ist besiegt. Schade eigentlich. Okay, dann. Jetzt ab zum Rätsel machen. Genau. Jetzt geh doch mal da rein da. Wie gesagt, hoffentlich diesmal kein Center, der mir irgendwas one-shottet. Ja. So, guten Tag. Ja. Schönen guten Tag. So, dahin drehen. Hä? Hä? Wo bin ich jetzt entlang? Keine Ahnung. Der Weg falscher Ausgang. Warte, der Weg hat sich jetzt nicht so verändert zu mir. Sagen wir jetzt mal. So. Okay, Moment. Drehen. Die Alfruinen sind wo lang? Links. Ah ja, Moment, genau, von der Route 32 aus, ne? Mhm. Ich war schon wieder an der anderen Route hier. Und beim plups. Anderen Weg.
Runtergefallen. Runtergefallen. Oh. Jetzt kommt er mit seinem Inkognito-Heft. Okay, erstmal das Rätsel machen. Also ich kann gerne wieder so ein gutes Pokémon kommen wie beim letzten Mal. Das Hydropie habe ich gefeiert. Ja, Hydropie habe ich gefeiert. Ja, du. Du kannst irgendeine Präsenz spüren. Oh. Gut, dann warte ich mal. Ich kann nicht mal mit meinem Pokémon reden, weil das in mir drin steckt. Okay. Wenn ich jetzt Schritt machen will. Und runter. Gut, dann mal. Go! So, ich muss noch labern, aber bla 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 bla. Boah, das nehme ich auch gerne. Shockrain. Was hast du? Shockrain, ein Pflanzen, das wird aber zu Pflanzen kommen später. Oh, ein Zwierlicht. Schick. Ein Geist-Pokémon. Hm. So. Ja toll, jetzt muss ich nur irgendwo schauen, dass ich's... Zwirklob... Brauchst du einen Düsterumhang, um zu Zwirlfinst zu machen. Ja, erstmal muss ich's fangen. Ich wollte es so probieren. So. Pokéball! Bevor ich es anfange zu schwächen. Go. Ja, ist drin. Ja, aufs erste Mal passt. Nicht mal einmal geschwächen müssen. Also, was hast du bekommen? Ein Kalkarain. Wie schreibt man das? C-H-I-L. H-I-L? D-E-L. C-H-E-L. C-A. C-A. Und dann R-A-I-N. Ah, okay. Ach. Sowas. Ist männlich. Ist männlich? Nenn es einfach Stego. Stego, alles klar. So, Zwielicht ist ein Geist. Ein männlicher Geist. Männlicher Geist, nenn ihn Darkness. 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 Hello, Darkness, my old friend. So, dann packe ich Stiege auch gleich mal nach vorne. Kann ich hier gleich. Oh, ich habe ein Pokémon mit Item. Das ist ja wohl eine Seltenheit hier. Stiege kommt nach vorne. Ihr werdet gleich im Knuffenserturm leveled. Darkness hat kein Item, schade, aber ja, kann man aber wirklich schon mal nach vorne setzen. Eine Punusbeere, ja gut. Gucken wir uns dann. Und was kommt jetzt für ein Pokémon? Oh wow. Und jetzt kommt Pikachu. Schick. Alles klar, jetzt. Hallo Tesla. Flucht gescheitert. Kakarain ist pfiffig. Oh, oh. Flucht gescheitert. Wollen die mich verarschen? Ich bin gerade so schnell. Pfiffig ist... Geht doch. Spezialangriff runter. Verteilen. Alter, okay. Warum kommt jetzt hier auf jeden... Ein Lunastein. Ich möchte eigentlich jetzt keine Kämpfe. Noch ein Stego. Noch ein Stego. Oh, ein Registeel. Gab's hier auch. Ich hätte mir das Pokémon meines Rivalen fangen können. Hier ist weg. Hallo, weg. Weg. Hier hat ein Traunfugil. Fumpy. Okay, passt. So, jetzt erstmal zurück ins Pokémon Center. Gott sei Dank. Nein, ich will nicht darunter. Ich komm doch gerade eben von unten her. Okay, passt. So. Das auf den Knuffenserturm. Erstmal ins Pokémon Center. Genau, ich speede ins Pokémon Center. Hui, weil Speed macht so viel Spaß. Ja, außerdem haben wir die ganze Kram ja schon gehabt. Na, Leute. Und gleich am Knuffenserturm, dann ist er vorbei. Jetzt habe ich erstmal wieder den Grafikbug. Den hast du aber häufiger als ich. Ja. Dafür hast du mir gerade einfach Black Screens gehabt. Aber das hat sich ja jetzt anscheinend zum Glück erledigt, ne? Ja. Gott sei Dank. So, hallo Knuffenserturm. Mal sehen, ob das bei mir wieder ein halbes Jahr dauert, bis du dein Pokémon da hast. Was für Attacken hast du eigentlich, Stego? Ja, jetzt mal sehen, was wir für einen bekommen, ne? Mhm. Ob du wieder so einen Giftturm bekommst. Stego ist eigentlich ganz gut. Also Verteidigung ist unglaublich hoch bei ihm. Also das ist schon mal recht nett. Und das ist ein physisches Pokémon, von daher. So sehr wie wir hier auch wütend, der Turm. Okay. Alles klar.
Wie man mir vorbei Hallo. Ich dachte, Hallo, weißer Eckhart. Ich denke immer, ich bin vor ihm wie zu mit weit. Mit Pikachu. Ich habe einen Drachenturm. Ich habe Elektro, oder? Das heißt, ich habe auch sogar eine. Ja, das heißt, ich habe sogar eine Drachenarena wahrscheinlich. Oh. Oh Gottes Willen, ey. Komm alle mit Drachenwut, weißt du? Ja, das wäre schlecht. Ja, und ich darf gleich nochmal nach dem Kampf gegen Eckhart darf ich gleich nochmal ins Pokémon Center. Warum? Ja, weil mein Darkness paralysiert ist. So. Kind, wo. Warte mal. Weißt du, was für eine Schiss ich die ganze Zeit hier habe? Was? Hier kommt ein Pokémon nach dem nächsten. Darkness erreicht Level 6. Jo, Stego ist auch. Er lernt Aussetzer, passt. Stego ist auch Level 7. Oh nein, er hat einen Voltoball. Voltoball? Jetzt kann aber noch nicht explodieren auf dem Level. Ja, Gott sei Dank. Ich kann mal ganz kurz nachgucken, ich bin ja schon fertig. Ich guck mal ganz kurz nach. Wann Voltoball denn? Voltoball 4. Schon ziemlich als Level 10. Generation. Voltoball 4. Generation, das ist ja so. Obwohl das die Attacken war, das ist besser. Das Attacke. Durch Level hast du erste, zweite, dritte, vierte Generation. Das lernt, aber auf Level 8 musst du aufpassen, dann kriegt das Ultraschall. Das zieht nur 20 KP ab. Oha. Finale lernt es. Oh, lernt es auf 29 erst. Glück. Nein, nicht Tanal, Tantal, Tanza. Ich meine, wir hätten ja die Game-Breaking-Moves auch ausschalten können, aber nee, mach mir ja nicht. Nee. Wo bleibt da der Nervenkitzel? Richtig. Tanzer. Ich guck mal auf den Tanzer. Tanzer lernt das schon auf Level 6. Oha. Geil. Dann hatten wir noch Smogon und so, ne? Aber das, ich glaube, das ist auch erst später. Sagen wir mal die Wesenseite wieder auf. Weiter mit Stego machen hier. Ja, okay. So, weiter geht's. So. Wo bleibt Hauptsache mein Darkness ist nicht mehr paralysiert. Wo bleibt mein Pokémon hier? Ich finde sogar ein Flottball. Also bei mir wird es dann wahrscheinlich eine Elektro-Arena, ne? Das kann durchaus sein. Dass du halt nur Dings hier an Quapsle einsetzt. Oh! Warte mal, was ich gefunden habe. Was denn? Ein Metallmantel. Oh cool, dann könntest du jetzt schon Shirox geben. Christian, würde ich sogar machen, weil dann hätte er wahrscheinlich noch. Warte mal, lass mich mal vorher erst gucken. Mein Sichlor ist Level 9. Ja, warte mal kurz. Ich will mal kurz gucken, ob Shirox, wenn du den jetzt entwickelst, ob der Attacken lernt. Ja, ich kämpfe erstmal gegen den Weißen hier. Ja, tatsächlich. Kannst du jetzt geben. Ja, gut, jetzt nach dem Kampf hier. Boah, Alter, hast ein gutes. Oh, schon wieder ein Pikachu. Das Beste ist, du hast ein Stahl-Pokémon damit. Wegen Finale und den ganzen Kram. Komm mal, Leute, ey. Ich kann schon jetzt Donnerschock ein. Aber gut, es wurde nicht paralysiert. Das heißt, ich kann jetzt einen Aussetzer machen. Aber jetzt wird es wahrscheinlich paralysiert. Nee, nicht mal. So. Ich kann keinen Donnerschock mehr. Wurde blockiert. Haha. Ich habe so Angst, wenn die Arena eine Drachenarena ist, dann hat Falken Pokémon. Ja, auf Level 13 hat er ein Pokémon dann. Oha. Ein Machtgurt. Wie viel das denn nochmal? Den Machtgurt, den bräuchte ich, glaube ich, für Maschok auch, ne? Wäre auch gut für Maschok. Nee. Erhöht nur die Verteidigung bei Levelaufstieg. Achso. Weißt du was, den gebe ich so. Ein Lumpy. Lumpy. Komm, wir speeden mal den Kampf ein bisschen, ne? Ja, mache ich auch die ganze Zeit, wenn ich sicher bin, dass da nichts passiert. Ja, weil nicht, dass es dann so geht. Oh, ein Fritzelblitz. So, wir gehen mit in die Prunus. Hat keine Wirkung, passt. Prunusbeere. Also bei mir wird es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich eine Elektro-Arena. So, ich mach Stego, okay. Ich mach Stego zu einer Verteidigungssau, ey. Der hätte die Macht gut bekommen. Das heißt, seine Initiative ist runter. Okay. Aber die Verteidigung ist bei ihm hoch. Auf Route 31 war Greg für Bären für mich. Alles klar. Ja. Mein Bärendealer. Level 9, Stego. Okay, Item. Wo haben wir? Metallmantel. Absorber, geil. Eben. Schlitzer. Und beim nächsten Mal, wenn es Level Up ist, hast du einen Shirox.
Ja, dann setze ich mal Schlitzer nach vorne. Also, obwohl gegen Elektro-Pokémon, ich weiß nicht so recht. Das ist ein bisschen, wird ein bisschen kritisch, das ist ein Flug-Pokémon. Käferflug, ah, fuck. Dann lieber nicht. Stego mal nach hinten setzen. Aber dann hau ich lieber Steak nach vorne. Steak. Weil mein Darkness hat schon gut an HP eingebüßt. Eine weiße Flöte, was macht denn die weiße Flöte? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die blaue macht. Items. Da. Energiekraut. Toll. Was? Eine was durchsichtige gläserne Flöte, die wilde Pokémon anziehen kann. Im Grunde kann ich das mal kurz hier machen. Ich habe mein Pokémon gefunden. Ey, warte mal. Ein Item 8, das überträgt den sofortigen Einsatz einer Attacke, die sonst aufgeladen wird. Okay. Jetzt habe ich mal den Sprite-Bug. Einmal runter, einmal hoch, dann geht er wieder. So, ich rufe jetzt mal ein wildes Pokémon. Ich habe mir keins gefunden hier. Du kannst es rufen? Ja, mit weißer Flöte. Oh lol. Damit steigt die Möglichkeit, dass Pokémon mit zu mir kommen. Zitterer wie Laub im Wind. Maga, Leute, ich habe die weiße Flöte gespielt. Könnt ihr jetzt mal herkommen? Alter. Ja, da ist es. Und? Ein Porenta. Ein Porenta? Wenn wir jetzt hier ein Schwert, wäre das was Cooles, weil dann hätte es wirklich eine schöne Erweiterung. Lauchzimmer. Kein Porenta. Steak erhält 52 E-Punkte, passt. Okay. Ja, wie gesagt. Es wird kein Pokémon. Keins? Nein. Gewonshottet? Ja, wieder getushottet. Alles klar. Ja, ich glaube, wie das mit den Attacken nicht. Manchmal ziehen sie so viel Arena-Bäre. So, wer bist du denn? Oh, was hätte ich jetzt bekommen? Weil jetzt bekomme ich auch meinen Encounter gerade. Und ich hätte einen Noctuska bekommen. Mein Pflanzen-Pokémon. Da könnte ich aber jetzt mein Sichlor mal, ne? Ey, diese Drachen-Pokémon alle, ne? Hau ab. Vakuumwelle. Und Noctuska ist. Sieg. Dun, 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 dun. So, jetzt auch die drei Mönche hier, ne? Ein Voltoball auf Level 6, okay. Gut, dass der da noch kein... Ist kein Tanzer. Richtig, ist kein Tanzer. Ich one-shotte die Viecher eh gerade irgendwie ein bisschen. Mit Steak. Bla 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 bla. Und wieder speeden. Ich glaube, ich werde gegen die Arena, werde ich meinen Ibitak nehmen. Das haut sich da durch. Ja, wie gesagt, ich habe wahrscheinlich eine Elektro-Arena dann, ne? So. Ich mache sogar mal so, dass ich gegen alle Pokémon hier, gegen alle Trainer hier kämpfe. Aber bevor ich hier den Großmeister gehe, ich trotzdem erstmal heilen, nochmal ins Pokémon Center. Eine Attacke vergessen, was erlernt er denn? Grimasse. So. Brauche ich nicht. So, hallo Großmeister. Da ist noch ein Item. Ein Donnerstein. Ja, wow. Salz in die Wunde, ne? Bla bla ja. Bla bla bla. Alter, Cognodon gab's, jo. Heftig. Das hätte ich ja eher gerne gehabt, aber egal. Okay, und der nächste Kampf. Gegen den Tentoxa, alles kill. Nice. Egal, ich one-shot das Ding. Also 13 ist das Level, Max-Level bei der Arena, ne? X-Tempo gefunden, alles klar. Weißt du was? Egal, ich... Hallo, Großmeister. Giftpuder, Zecke! Ein Voltoball. Ich weiß ja, dass ich die Dinger hier mehr oder minder one-shotte. Oh, wie schön, dass jedes Giftpuder daneben geht, ey. Und Steak ist Level 12. Damit, okay, passt. Und was bekomme ich für eine TM? Weil Blitz ist es nicht. Uff. Schade, dass ich nicht Blitz bekomme. Was bekomme ich für eine TM? Finsterfaust. Zecke fast tot hier, ey. Oh, Finsterfaust. Könnte ich, glaube ich, meinem Darkness beibringen. Yep. Alter, hörst du mal auf damit.
Erstmal Fensterfast gelernt. Und hier sterben meine Pokémon alle. Wie jetzt? Ach, der Kack hier macht die ganze Zeit Treffer. Jetzt sag mir nicht, nein, deine Pokémon sterben nicht. Bisher noch nicht, nein. So, Schnabel. Falcon Level 10. Komodo hat Level 10. Selfie. Scheiße. Hm? Falcon tot. Das ist? Ibitak. Nein, nicht dein Ernst. Palmalat kann auf Level 10 schon Drachenwut. Ah. Ich hab dir gesagt, der Scheiß wird so abfacken. Ja, toll. Also bringt mir der Mentalmantel auch nichts. Hm. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Oh. Der Rest hat's aber überlebt. Jetzt wird die Arena aber schön wieder. Oh, Alter. Heißt Pokémon. Tut mir leid, Schlitzer, dir ist die Entwicklung nicht gegönnt. Oh nein, bitte lass. Aber bitte lass das keine Drachenarena sein. Sonst haben wir ein Problem. Ich will keinen Volk da haben, der mir die ganze Zeit Drachenwut in die Ohren haut. Verständlich. Also, erstmal tschüss. Pokémon ablegen. Tschüss, Schlitzer. Ich hätte die weiße Flöte nicht einsetzen sollen. Nicht? Ne, jetzt nerven die mich hardcore, die Pokémon. Ja. So, ab ins Pokémon Center. Falco, tschüss sagen. Ja. Ich muss noch Tränke kaufen, ey. Tränke habe ich, Beutel. Habe ich. 5 Stück passt. So. Mehr darf ich hier nicht benutzen. So, Falco, es tut mir leid, aber ich wusste, aber jetzt weiß man zumindest, wann Komalat Drachenwut kann. Viel zu früh. Auf Level 10. Alter, manche lernen das erst im 30er Bereich oder so ein Scheiß. Ja, Leute, und okay. Es wird Zeit, die Folge zu beenden. Ihr. Ja, kurz vor der Arena. Passt. Genau. Also, ihr schmeißt jetzt Daumen auf die Videos, denkt daran zu abonnieren und beim nächsten Mal. Könnt ihr dann reinschauen, ob das eine Drachenarena wird, ob wir das überleben oder ob alles wieder umsonst war. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.